Hallo, na, willkommen zurück zu Super Metroid. Ja, ich bin Maddie wieder, ne? Ich mag das Projekt, ich bin zufrieden mit Super Metroid. Und je näher ich am Ende von Maridia bin, desto mehr Bock habe ich eigentlich noch weiterzumachen. Ja. Ich könnte ja theoretisch jetzt auch sagen, juckt und ich gehe direkt woanders hin, aber das wollte ich eigentlich nur machen. Ich habe jetzt auch keinen Anspruch, hier 100% zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, das werde ich auch nicht schaffen, weil ich wieder irgendwas übersehen habe oder nicht wusste, dass es existiert oder was auch immer. Eigentlich wollte ich es ja tun, aber dann wiederum bin ich auch ein bisschen doof manchmal. Und im Endeffekt baue ich hier ja... Ich schneide mir ja eigentlich damit ins eigene Fleisch. Eigentlich tue ich das, aber naja... Ich wollte ja eigentlich diesen Run nutzen, um mal ein bisschen zu üben und selber mal zu gucken und etwas aufmerksamer zu sein, was man ja beim privaten Spielen nicht so ist. Also zumindest nicht in der Form, wie man da ist, wenn man für andere spielt. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es so ist. So. Das müssen wir jetzt noch zweimal machen, wenn es gut läuft. Ich weiß aber nicht, ob es da eine Abkürzung gibt. Wenn ja, bitte, erzählt es mir. Ich freue mich schon auf die Screw-Attack. Wie ich ausgelacht wurde, als ich gesagt habe, das ist der Screwdriver. Ich finde, das Screwdriver klingt einfach so gut. Das ist einfach ein Schraubenzieher. Butz, fertig ist. Schraubenzieher, Schraubendreher. Erklärt mir jetzt mal ganz schnell den Unterschied. Weil, handwerklich ist Maddie nicht hundertprozentig auf dem Schirm. Das sind so Sachen, du denkst einfach auch nicht drüber nach, wie es heißt. Du willst, du weißt, du möchtest einfach einen Kreuzspitz oder heißt das so? Das ist, keine Ahnung. Mit so einem Kreuzdingens da oben drauf oder mit so einem Stab, Spalt. Wie nennt sich das? Eine einzelne Kante. Vielleicht sollte ich das... Bevor ich irgendwann mal Vater werden sollte, muss ich das unbedingt lernen. Obwohl ich auch glaube, dass in dem Moment, wenn du einen Sohn oder eine Tochter hast, das passiert einfach, dann weißt du sofort solche Dinge. Dann bist du auf einmal direkt Batz. Dann fährst du auch direkt besser Auto. Deine Witze werden 100% schlechter. Das alles automatisch. Alles. So. Bums. Ich gehe jetzt erstmal links lang. So. Ja, links ist ein bisschen schwieriger, meine ich. Da muss man so einen ganzen blöden Sprung machen. Den man auch ohne diesen Spring Break da machen kann. Aber, Mann, das heißt, Maddie kann das wahrscheinlich nicht. So. Ach so, das war ja auch noch. So, so geht's ja ganz easy. Aber... Ich meine, irgendwann im Livestream war ich mal gezwungen, den an der anderen Seite zu machen. Ich habe sogar geschafft. Ach ja. Ich habe immer noch Horrorvorstellungen vom 72er, als ich da meinen Randomizer-Run gemacht habe. Guckt euch den bitte nicht an. Ich war so bescheuert und doof und... Ich habe einfach die ganze Zeit was Falsches gemacht. Das ist wie wenn du in der Schule bist und eine Aufgabe... Du schreibst eine Klassenarbeit und dann hast du keine Ahnung, wie es geht. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie... Kennt ihr den Sketch von Mr. Bean, wo der diese Arbeit schreiben muss? Ja, so ungefähr. Wo der dann einfach den falschen Zettel nimmt. Und ganz so kurz vor Ende dann merkt, oh scheiße, das ging ja so und so. Ja, so habe ich mich gefühlt. So war das im 72er. Nur war es dann wiederum zu spät. Und dann wollte Linky Bill weitermachen. Ist auch okay. Aber ich bin einfach nicht drauf gekommen, dass irgendein Item, was ich brauchte, ich glaube, es waren die Stiefel, dass sie beim Masterschwert waren. Ja, habe ich nicht. Wusste ich nicht. Vor allen Dingen, wenn du da... Das ist auch immer das Problem. Ich finde solche super Livestreams, wie wir das gemacht haben, mit 72 Stunden oder so, oder dieses Jahr auch der 100er, da kann ich euch sagen, das wird noch geiler, weil mehr ist immer besser. Es ist mega gut. Allerdings, das Problem, was ich dabei habe, ist, du hast ja immer nur so ein kurzes Segment. Und da musst du dann eben leisten. Und vornherein überlegst du dir, ja, was mache ich denn? Passt das überhaupt in der Zeit? Warte mal ganz kurz. So, 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 so. Okay, musste gerade kurz was einstellen. Passt das in der Zeit überhaupt? Jetzt ist die Aufnahme wieder weg, so. Ja, und dann weißt du auch nicht.
Und ich dachte, es hätte ja locker gereicht. Hätte ich eine Peilung gehabt, wo ich hätte lang gehen müssen, hätte das definitiv funktionieren können. Aber das war ja von vornherein eher so ein bisschen... Da war der Wurm drin. Allerdings war der Seed sehr gut. Wie gesagt, ich hatte das ja für mich selber dann nochmal zu Ende gespielt. Ach, Pupsi, guten Morgen. Sind wir wieder in der Kokosnuss? Sind wir wieder faul. Okay. Ich habe übrigens jetzt so ein bisschen... Ich mag das nicht. Dass Katria im Flockentanz... Katharina der Einzige ist, der... Die Einzige... Und die immer Kommentare schreibt. Der immer Kommentare schreibt. Und sonst immer nur kommt, du hast bei Minute so und so ein Item hinter einer Blume übersehen. Und das ist ja irgendwann... Ja, ich finde das ja nett, dass ich darauf hingewiesen werde, weil wahrscheinlich hätte ich es ohne einen Kommentar einfach auch nicht gepeilt. Aber deswegen machen wir jetzt mal was Schönes. Ihr könnt mir jetzt mal nämlich helfen. Erzähl mir mal bitte, wie schaffe ich es denn, dass Minerva wieder ihr Laufrad benutzt? Die ist ein bisschen dick. Und mit ein bisschen dick meine ich, oh mein Gott. Was ist da los bei dir gerade? Und ja, ich weiß nicht. Wenn jemand von euch schon mal einen Hamster hatte oder was, ich habe ja schon dieses alte, hier dieses Möhre vorbinden quasi. Also nur ohne Möhre, sondern mit so einem Mehlwurm gemacht. Aber das geht nicht, weil ich nicht ins Laufrad reingreifen kann. Sonst könnte ich das ja einfach machen. Könnte ich sie einfach so ein bisschen verarschen. Aber dann hat sie auch irgendwann keinen Bock mehr. Das kenne ich. Weil die ja auch nicht dumm ist. Die sieht dann, aha, der Maddie will die nur wieder natzen. Und dann macht sie das so 30 Sekunden lang und dann geht sie wieder weg. Dreht sich immer mal wieder um. In der Hoffnung, dass ich ein schlechtes Gewissen habe und es ihr so gebe. Also ihr Fressi. Aber passiert, wenn es nicht passiert, dann findet sie mich den ganzen Tag scheiße. Und dann wollen wir ja auch nicht. Also, die Strategie hatte ich schon mal benutzt und sie ist nicht effizient. Okay. Genauso wie das, was ich gerade gemacht habe. Aber das wusste ich halt nicht besser. So, warte mal, hier runter. Probebomb. Select. Brit and set it with the X-Button. Ich find's einfach geil. Das ist schon das sechste Mal, siebte Mal. Nee, das siebte Mal, dass ich jetzt hier sowas finde. Und trotzdem sagen sie mir immer noch, wie es geht. Ist ähnlich geil wie damals bei Twilight Princess auf der Wii, wo jedes Mal, wenn du das Spiel neu gestartet hast, die dir erzählt haben, was ein blauer Rubin ist. Ach. Für die einen ist es eine Serviceleistung, für die anderen ist es schlichtweg ein bisschen nervig. Ich fand es eigentlich niedlich. Ist jetzt nicht so, dass es mich sonderlich gestört hätte. Ich habe immer gedacht, ja. Nun gut. Naja, die Pupsi ist ein bisschen dick. Die ist jetzt gerade bei 70 Gramm. 60 darf sie wiegen, das heißt, sie muss 10 Gramm runter. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ihr kriegt schon ihr Balance-Futter für übergewichtige Hamster. Aber die bewegt sich einfach nicht. Die pennt den ganzen Tag. Ist ja auch Winter. Ist okay. Ein Stück weit kann ich das nachvollziehen. Aber, neulich war sie mal wieder im Laufrad. Aber ich glaube, das ist wie bei allen Lebewesen. Wieder so ein physikalisches Grundgesetz. Dinge, die so träge sind, haben auch die Tendenz, träge zu bleiben. Das heißt, wenn sie schon ein bisschen Speck angesammelt hat, hat sie auch die Tendenz, diesen Speck einfach nur weiter auszubauen. Ja, ich glaube, daran wird es liegen. Ich speichere jetzt hier nochmal, bevor ich das alles nochmal machen muss. Ich gucke jetzt nochmal rein. Vielleicht fällt mir ja was auf, was ich noch nicht gemacht habe. Ich schaue mal ganz kurz auf die Karte, das tut mir leid. Diesen E-Tank hier habe ich gesammelt, ne? Ja. So, das war das habe ich auch gemacht. Die Missiles habe ich auch geholt. Da oben war ich auch schon. Das habe ich auch gemacht, ja. Ja, dann ist Ridley gleich mal dran, oder was? Ja, ich glaube, der gute Mann ist mal reif. Die habe ich auch noch geholt. Bei einigen Räumen bin ich aber sehr froh, dass da nichts drin ist. Nicht, dass ich da in Versuchung gerate, das alles nochmal zu sammeln. Nee, muss ich nicht machen. Ja. Ich glaube, der Weg führt uns jetzt nochmal ganz kurz zurück nach Brinstar. Die Frage ist nur, wie komme ich da schnell hin? Ich glaube... Ja, weißt du was? Ich laufe da einfach.
Obwohl das auch doof ist hier. Nee, warte. Das mache ich jetzt einfach so. Zack. Ist ja jetzt nicht schwierig. Und bevor ich nochmal durch Maridia gehe, tacker ich mir lieber die Handgelenke auf. So. Weg hier. Tschüss, Maridia. Bis zum nächsten Mal, wenn ich Super Metroid spiele. Heute nicht mehr. Also, nicht spielen, sondern, erstmal nicht mehr hier in Maridia, ne? Ne. Machen wir nicht mehr. Okay, wir haben ja auch genug Waffenkraft, um das alles hier recht easy durchzustehen. Jetzt geht's hier wieder rauf. Das ist auch eine Aufgabe hier. So. Okay. 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 Ja. Was ist mit da oben? Was war da denn? Ach, das war das. Ich erinnere mich. Das konnten wir ja auch noch nicht machen. Dann machen wir das doch mal erstmal. Das war das mit diesen Steinen auf diesen unsichtbaren Plattformen, meine ich. Oh, es tut so gut, wieder hier zu sein. Good to be back. It's good to be back. Komm ich eigentlich von hier da lang? Sagen die dann? Nee. Doch, ich habe ja einen Wavebeam. Hoho! Und ihr habt gedacht, das wird nichts. Natürlich wird das was. Ach, das beste Lied im ganzen Spiel. Finde ich. Nee, und jetzt ist es schon wieder vorbei. Schade an sich. So, komme ich hier lang? Boots. Ah. Boots! Aber jetzt mal mit Kanonen auf Spatzen. Und nochmal. Ja! Okay. Ach, der Soundtrack ist allgemein gut. Da gibt's echt nichts dran auszusetzen. Der ist in Ordnung. Der macht auch so ein bisschen Stimmung. Ist ungefähr genau so, wie man sich die Level dann auf. Passt immer zu den Leveln. Ach, das von. Ja. Jedes Lied ist eigentlich gut. Da jetzt zu sagen, das eine ist besser als das andere, wäre auch so ein bisschen unfair, fände ich. Finde ich fast schon. So, wie war das hier? War hier schon fertig? Ja. Ach, es klappt auf Anhieb. Das ist ja cool. Dass ich das noch erleben darf. Wunderschön. Ja. Okay, warte, hier rauf. Ja, die Steine können uns ja nicht mehr so viel. Wir haben ja schon die besten Anzüge, die man sie so haben kann. Und wir haben eine Rakete gefunden. Cool. Aber ich glaube, hier waren noch mehr. Hier waren noch mehr. Was auch schon ein bisschen frech ist, finde ich. Also, dass du beim ersten Casual-Durchspielen so wirklich gezwungen bist, alles hier aufzureißen. Naja. Ein paar Indikatoren wären vielleicht ganz gut. Aber wie gesagt, das ist doch, glaube ich, ein Spiel gewesen, das am Anfang mit einem Spieleberater auch zugeliefert wurde. Ja. Dann kannst du es ja selber. Ich meine, das Problem ist, dass du diesen Stress ja immer selber machst. Zumindest wenn du es nicht jetzt auf YouTube machst, sondern nur für dich allein in deinem stillen Kämmerlein. Dann machst du dir den Stress selber. Normalerweise kannst du es ja dann auch so halten. Und es ist eigentlich eine ganz coole Angelegenheit, dass du den ersten das erste Mal durchspielen, Playthrough, mit, nee, nicht mit, sondern ohne Spieleberater machst, dann siehst du am Ende, aha, du hast nur 30% von allem gefunden, Mist, und dann kannst du ja entweder selber austarieren, wo noch was sein kann, oder du nutzt das Ding dann einfach, ja, obwohl ich da auch nicht weiß, wie der aussieht, den habe ich mir noch nie angeguckt. Ob der jetzt auch so gut durchformuliert ist, wo dann drin steht, ja, wenn du dann da und da lang gehst, dann achte auf dies und jenes. Piraten und bla. Und dann irgendwie solche, ja, wie in so Schulbüchern, einfach so rote Kisten, wo dann irgendwie mit so fett gedruckter Schrift versteht, Achtung, Tipp, wenn du bla bla bla, dann, ne, pass auf bei. Und wenn, zack, zack, ihr wisst, wie ich das meine. Solche Sachen sind da ja auch gerne mal drin. Das ist dann wirklich ein Berater. Es suggeriert einem so ein bisschen, dass es Insider-Tipps sind.
Und was schon sehr geil ist, ist dieses, ich habe ja mal erzählt, ich habe mir mal ein Super Nintendo-Buch gekauft. Das habe ich auch viel zu wenig gelesen, weil wenn ich in letzter Zeit was lese, dann ist es immer nur irgendwas, was ich lesen muss. Ich würde gerne mal nur so aus Spaß lesen, aber da ist das wirklich so, da stehen dann auch zu solchen Spielen wie diesen hier Tricks von Speedrunnern drin. Und die dann auch natürlich richtig gut erklärt werden und so weiter. Das ist schon teilweise ganz geil, finde ich. Ja, also, damit kann ich mich, da kann ich mich gerne freuen. Das geht. So, ich gucke jetzt trotzdem nochmal auf die Karte. Brinster. Kann ich mir die Brinster-Karte angucken? Nee, aber da muss ich ja sowieso gerade hin. Warte mal, war ich eigentlich da ganz links? Das ist ja noch ein... Ah, unberührter Fleck. Siehste. Wahrscheinlich habe ich es damals nicht gemacht, weil ich gedacht... Ach, guck mal. Was habe ich nicht gemacht? Matti, echt. Echt. Schämen Sie sich. So, hier geht's nicht mehr weiter. Dann müssen wir hier nach oben. Putz. Ja, ein bisschen fängt man ja an, das zu lernen. An ein paar Situationen erinnert man sich dann gerne mal. Gut. Zum Abschluss dieser Folge würde ich dann gerne zum Raumschiff gehen. Allerdings habe ich ja jetzt den Space Jump und kann noch einen Raum mitnehmen. Ich glaube, das kann ich nur mit dem Space Jump, oder? Geht er doch so? So, hier oben wollte ich hin. Mehr! Nee, war ich noch nicht. Ich mag übrigens nochmal Thema Speedrun, die Kategorie, die komplette Karte bei Super Metroid aufräumen, alles einmal angeguckt haben, weil das so ein inneres Bedürfnis bei mir befriedigt. Wie damals bei solchen RPGs oder sowas wie Sacred, wo du dann wirklich versucht hast, die ganze Karte aufzudecken. Ach, das war schön. Alles erkunden. Das war bei WoW dann gut. Dann hast du dafür auch ein Achievement gekriegt. Das war damals der Grund, warum Arne überhaupt mit WoW angefangen hat. Seine Frage war, gibt es da eine Karte, die man aufdecken kann? Da habe ich gesagt, ja. Und er so, boah. Und das Bedürfnis wieder vor allen Dingen bei so Spielen wie Guild Wars 2 befriedigt. Wo du dafür auch noch richtig fett Erfahrungspunkte und Belohnungen kriegst. Oh ja. So, ich gehe jetzt erstmal schön ins Raumschiff. Lass mich mal erstmal hochplustern. Alles wieder rein. Oh, guck mal hier. Da sind die Punkte. Yes. Und die restlichen Dinger, die kannst du auch ausfüllen, ne? Kannst du? Nee, kannst du nicht. Willst du nicht. Na gut. Muss ja jeder für sich selber entscheiden.